Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wir haben angefangen mit den Emmet-Webcams. Drei Stück an der Zahl habe ich bekommen, um sie mal zu testen. Wir hatten jetzt die 1080p Autofokus-Webcam. Jetzt sind wir bei der HD-Webcam Emmet C960. Wir haben Full HD, also 1080p. Zwei Mikrofone, kompatibel mit Windows 7, 8, 10, Mac, OS X 10,9 or higher, also höher, und Chrome OS. Windows 11 steht komischerweise nicht mit bei. Und 12 Monate Free, also Garantie, da denke ich mal. Sonst steht hier nichts weiter drauf. Bin mal gespannt. Aber wie gesagt, habe ich ja beim letzten Video schon gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass das hier oberste Spitzenqualität ist. Das wird halt werden normale Webcams sein für den Hausgebrauch, für einen schmalen Taler, denke ich mal. Wobei, ich muss sagen, die Preise weiß ich nicht. Emmet hat mich nur gefragt, ob ich die mal in dem Video vorstellen wollen würde, und ich habe natürlich ja gesagt, weil warum nicht? Jetzt müssen wir nur gucken, wie war das hier. Ah, hier. Ach, genauso wie die andere. Deutsch haben wir auf Seite 28. Ich werde auch nachher auf der Emmet-Seite erstmal gucken müssen und Treiber runterladen, wahrscheinlich. Support Emmet AI. Linse. Mikrofone sind oben drauf. Universalhalter. Licht haben wir auch. Giga, 1,5 Gigahertz, 512 RAM. Aber hier steht auch nirgends, dass wir irgendwo eine Software runterladen müssen, damit das funktioniert. Also ich denke mal, die wird so oder so funktionieren. Ich werde die aber nicht in mein OBS reinhauen, weil da hatte ich letztens schon Probleme. Da werde ich mir eine OBS Portal-Version machen zum Rumexperimentieren. Auch hier haben wir wieder. Oh, die ist aber breit. Ah, hier oben seht ihr die Löcher. Da sind die Mikrofone. Was das hier soll, ich habe keine Ahnung. Hier soll Licht sein. Da bin ich mal sehr gespannt, was die mit Licht meinen. Ob es da leuchtet. Es sieht jetzt nicht so aus, als wenn es leuchten könnte. Der USB-Kabel ist wieder fest. Kommt hier hinten raus. Der hat jetzt nicht mal eine Abdeckung hier. Ist aber auch ein USB der dritten Generation, weil der blau ist. Der Kabel scheint auch lang genug zu sein. Er ist hier ordentlich aufgerollt. Ja, das ist auch alles Gummi. Aber gut, den Standfuß, also die Halterung kennen wir schon, kennen wir auch von anderen Markenherstellern. Das ist alles ein und dasselbe. Hier können wir aber noch an den Stativ ranschrauben zum Beispiel. Ja, also das ist dann halt praktisch an den Monitor so ran. Ja, so. Und dann halt hier mit den Abstand machen und so. Und dann ist hier Gummi und hier, dass es halt nicht rutscht. Wir haben auch hier wieder so ein Klebeteil mit bei, das klebt ihr hier einfach dazwischen auf. Also ihr macht das am besten so, damit ihr das umknickt. Und dann, oder hier so, dann auf die Kamera fixieren, so, also auf die Linse. So, dann festhalten.
und dann festkleben, weil das soll dafür da sein, dass ihr das praktisch hoch machen könnt oder halt runter machen könnt, wenn ihr, damit man euch, falls man euch hackt, dass man halt nicht die Kamera sehen kann. Aber es, ja, es ist halt Plastik, es wirkt auch nicht gerade hochwertig. Naja. Mit dem Mikrofon hier oben, mit den Löchern, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also ich hätte es ja, wenn denn, gemacht, da vorne irgendwie. Weil man sitzt ja vor der Kamera, dass man irgendwie... Aber oben? Das entschließt sich irgendwie meiner Logik, warum ich Mikrofone oben haben sollte und nicht nach vorne zum Filmen hin. Also das entschließt sich meiner Logik. Naja. Wir werden die gleich am PC testen. Ich werde auch nochmal vorher auf der Emmet-Seite gucken, ob wir da irgendwie eine Kamerasoftware finden oder so. Weil hier ist jetzt nichts dazu erklärt, auch in der Anleitung nichts. Und die ist auch sehr klein geschrieben. Ja, würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich am PC. So, da sind wir auch schon wieder. Und wir sind jetzt am PC. Nicht wundern, für die, die das Vorvideo gesehen haben, wissen, wie ich es aufgebaut habe. Ich habe praktisch jetzt zwei OBS laufen. Ein OBS, wo meine Kamera, die ihr seht, drin ist. Und die praktisch den Bildschirm aufnimmt. Und ein OBS, wo wir die Emmet-Kamera reinmachen werden. Falls das abkackt, kackt nämlich nicht das Hauptprogramm ab. So, wir hatten jetzt schon die Autofokus. Gerade eben. Ach so, weil ich das ja so oft geöffnet hatte. Jetzt werden wir die 10960 öffnen. Und ich sage euch, so wie es ist, also mir, ich glaube auch nicht, dass da was Gutes bei rauskommen wird. Ach, bei der anderen haben wir jetzt so, ja, die müsste ich nochmal machen. Ich habe ja die Mikrofone vergessen. So, weil hier haben wir jetzt praktisch zwei Mikrofone, die hier oben drauf sind. Da sollen die Löcher für die Mikrofone sein. Der Kabel ist wirklich lang genug, also das ist kein Problem. So, ich mache das jetzt einfach mal so. Und dann einfach hier oben so pro forma rauf. Also sie sieht jetzt schon mal ein bisschen besser aus, würde ich jetzt sagen, als die Emmet, die wir eben hatten. Aber das kann täuschen. So. Das werden wir uns jetzt einfach mal angucken. Groß machen. Nö, doch, die sieht, also die ist trotzdem pixelig. Aber die sieht auf jeden Fall besser aus als die Autofokus. Definitiv sieht die besser aus. Also jetzt, also die, haben wir ja die jetzt hier. Die 960. Also die sieht schon besser aus. Die sieht wesentlich besser aus. Ich denke mal, da kann man auch ein bisschen was hindeichseln. Ich lasse mich mal überraschen. Wir stellen die mal auf 60 Hertz. Aber die Software ist halt hier bei Emmet wieder mal, oh, die wird gleich ein bisschen dunkler. Die Software ist halt nicht so der Knaller bei Emmet, leider. Da könnte man noch ein bisschen mehr rausholen, wenn die Einstellungen ein bisschen besser wären. Oder die Standardeinstellungen der Kamera ein bisschen besser wären. Ja, das lassen wir mal lieber Standard wiederherstellen. So. Okay.
wir es doch. Und was war das? Die 10,960. 960. Okay. Die müssten dann jetzt hier auch irgendwo stehen haben. Da haben wir sie. Und die wird auch gleich angezeigt. Natürlich mit den falschen Werten. Wir müssen hier sagen, Benutzer definiert 1080p. Können wir schon mal löschen. So. FPS, höchste ist 30 FPS. Wir machen höchstmögliche. MPEG, wir machen mal begrenzt und hier voll. Dann kriegen wir so ein. Na, das sieht nicht so toll aus. Dann lassen wir hier Standard. Ah, das ist schon besser. So, gucken wir mal nach. Also die sieht auf jeden Fall, die wird auch gleich größer dargestellt, ohne dass ich sie groß ziehen muss. Also die würde ich sagen, also das, also jetzt ganz groß natürlich immer noch nicht so schön. Man kann sie aber nutzen und von der Qualität definitiv besser als die Autofokus. Also da würde ich dann die schon mal dazu sagen, lieber die. Jetzt wollen wir aber auch noch das Mikrofon testen. Mikrofon. Ich sag jetzt einfach mal Aufnahmegerät. Und ich wähle jetzt mal die Emmet aus. Yes. Nicht wundern, ihr habt jetzt zweimal Mikrofon drinne. Ich mache jetzt einfach mal. So. So, ich habe jetzt das normale Mikrofon einfach mal stumm geschalten. Jetzt ist halt nur die Audioaufnahme drinne und das ist praktisch das Emmet-Mikrofon. Ich bin sehr gespannt, wie sich das anhören wird. Ich habe es selber auch noch nicht gehört. Deswegen machen wir gleich hier kurz einen Cut und dann gucken wir uns das mal an. Ich bin da mal sehr gespannt. Oder wir können ja dann noch später eine Tonaufnahme machen. So. Aber jetzt mache ich mal die Emmet auf. Die normale Kamera, das normale Mikrofon wieder an, das ist meine Rode. Und wir gehen jetzt einfach mal. Nee, das ist der falsche Ordner. Da, genau. Wir gehen mal auf den Ordner, den wir gerade eben erstellt haben. Das ist der MKV 42, genau. Den gucken wir uns jetzt mal an. Ich mache auch mal kurz dann mein Mikrofon stumm gleich. So, also jetzt ist das Mikrofon. Ich sag jetzt einfach mal auf. Ich mache mal jetzt kurz mein Mikrofon stumm. Aufnahmegerät. Und ich wähle jetzt mal die Emmet aus. Das Mikrofon einfach mal stumm geschalten. Jetzt ist halt nur die Audioaufnahme drin und das ist praktisch das Emmet-Mikrofon. Ich bin sehr gespannt, wie sich das anhören wird. Ich habe es selber auch noch nicht gehört. Deswegen machen wir gleich hier kurz einen Cut und dann gucken wir uns das mal an. Ich bin da mal sehr gespannt. Uiuiui, also. Wir können ja dann auch später eine Tonaufnahme machen. Also das. Also das Mikrofon von der 10960, also das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Das hört sich richtig gut an. Also das erstaunt mich jetzt ehrlich gesagt aber auch. Oh. Wir können ja mal gucken, was wir hier noch tricksen können.
Indem wir jetzt hier mal gucken, was wir hier noch rausholen können bei der Kamera. Ob wir da noch ein bisschen was stellen können mit Feintuning. Ja, hier können wir noch ein bisschen das. Kontrast noch ein bisschen. Farbton. Und hier Schärfe. Gamma. So, jetzt ist es so eingestellt, wie das Licht bei mir eingestellt ist, und das ist nämlich 2900 Kelvin. Sollte eigentlich gelblich aussehen, ist eine gelbe Lampe, aber das macht es alles ein bisschen bläulich hier. So. Hintergrund. Können wir noch. Ne, hier kann man noch einen mehr. Ich glaube, drei geht schon, würde ich sagen. Verstärkung. Nehmen wir komplett raus. Übernehmen. Okay. Okay. Und jetzt gucken wir mal an, was wir uns so nur mit Schnelleinstellungen rausholen konnten. Na, das geht doch. Also auf jeden Fall besser als ich würde sagen, auf jeden Fall besser als die Cam davor. Die hat, die hat wirklich einen riesen Fokus eigentlich, wenn man so guckt. Also das Feld ist richtig, richtig groß. Meine Autokisten sieht man halt hier noch. Die müssen jetzt zum Auto mit runter. Wir wollen nämlich demnächst das Auto neu machen. Also innen sauber machen. Und außen. Ja, aber ich würde sagen, ja, also da kann man mit Einstellungen vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen. Vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Aber macht schon mal einen besseren Eindruck als die alte, also als die Cam davor, würde ich sagen. Mikrofon hat mich sehr überrascht jetzt, muss ich auch sagen. Das hat mich wirklich sehr überrascht. Das hätte ich so jetzt nicht vermutet. Weil das geht wirklich sogar super. Also da hätte ich jetzt gedacht, dass es sich bescheiden anhört. Ich bin mal schön gespannt bei der nächsten Kamera, die wir testen, bei der All-in-One, die hat 4 Mikrofone. Also ich bin mal mega gespannt. So, nichtsdestotrotz mache ich einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ja, aber also ja, trotzdem der Preis. Also weiß ich jetzt nicht, $45 für so eine Kamera. Also ich denke mal, da kriegt man noch andere. Da muss, also Emmet muss auf jeden Fall mit der Software. Mit der Software und den eingestellten Einstellungen der Kamera muss Emmet ein bisschen mehr machen. Und die Linsen müssen ein bisschen besser. Also es muss mehr Qualität her. Für den Preis. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wie gesagt, Däumchen, mein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.